Servus Leute, willkommen zurück zu Danganronpa Trigger Happy Havoc. Ja, jetzt habe ich einen Übersetzer geöffnet und ja, schauen wir mal. Ich werde ja aber versuchen, ihn nicht so oft zu verwenden. Ich wollte eigentlich Osoma als Gast dabei haben, aber der ist gerade beschäftigt. Im letzten Part haben wir mit Kyoko, der Stuhl sieht total seltsam aus, haben wir mit Kyoko gesprochen und haben ein Fleißsternchen neben ihr bekommen. Also sprich, unsere Beziehung zu ihr ist auf Maximum wahrscheinlich. Die Frage ist nur, wem knöpfe ich mir jetzt vor? Am ehesten Aoi. Schauen wir mal. Jedenfalls, ich habe mir jetzt den letzten Part nicht angeguckt. Ich glaube, jemand hat da an der Tür geklopft. Du siehst aus wie ein Zombie. Taka? Sein Geräuschsound war etwas leise gerade. Ist das wirklich wahr? Kannst du wirklich Chihiro sehen? Hä? Du meinst Alter Ego? Er ist immer noch am Leben? Nein, nicht wirklich. Lass mich sehen. Ich möchte mit ihm reden. Taka. Der Waisen. Ja, der Waisen. Der Zustand, in dem er sich gerade befindet. Ja, Way, ich weiß. Way heißt eigentlich Weg, aber ich glaube, in diesem Zusammenhang kann man das eher als Zustand bezeichnen. Moment, der Way. He is now. There's no way I can explain what's going on. Achso, der Zustand, in dem er sich gerade befindet. Achso, in dem Zustand, in dem er sich gerade befindet, kann ich ihm unmöglich erklären, was gerade vor sich geht. Also was gerade mit ihm vor sich geht. Kyoko sagte, uns sei es nicht erlaubt, alter Ego zu nutzen. Aber selbst wenn. Ich kann ihn nicht einfach so hier zurücklassen. Also so wie er jetzt gerade ist. Okay, warum gehen wir nicht einfach? Boing, boing. Das ist eine ziemlich dumme Idee, aber gut. Natürlich wartest du schon auf mich. Wieso habe ich damit auch nicht irgendwie gerechnet? Aber du liebst mich. Komm, gib's zu. Ich habe einen Stern neben deinem Namen. Wohin gehst du? Das war meine beste Idee. Achso, es ist definitiv das Beste, wenn du ihn nicht zu sehr durch die Gegend zerrst. In dem Zustand, in dem er sich gerade befindet. Also in so einer schlechten Kondition. Kyoko sah zu Taka, der hinter mir stand. Ja, ich weiß das. Ich bin auf einmal so hungrig geworden. Ich dachte, wir könnten in den Speisesaal oder ins Vorratslager oder so gehen. Nun gut. Ich denke, es ist okay. In Ordnung. Ich glaube, ich sah ein Flackern oder so. Aber vielleicht war es einfach nur meine Einbildung. Stehst du wirklich hinter mir? Nö. Aber Kyoko ist jetzt weg. Ich frage mich erstmal, warum ich die falsche Taste drücke und warum ich jetzt wieder die falsche Taste drücke. Da. Ja, ich sehe es schon. Da ist nix und da ist. Moment, ist das jetzt die Wahnsinnige oder die Normale? Ich glaube, die Wahnsinnige. Sieht normal aus, aber ich glaube, es ist die Wahnsinnige. Okay, da will ich auf jeden Fall hin. Was ich eigentlich gucken wollte, wo ist. Nein! Nein! Gottverdammt! Tasten drücken ist eine Kunst, die ich nicht beherrsche, offensichtlich. Ich kann nicht in das Stockwerk wechseln. Achso, das kann ich gar nicht. Naja, egal. Dann gehen wir. So, bist du die Verrückte oder die Normale? Ja, du bist die Verrückte. Ja!
Ist das Toko? Hm. Wohin geht ihr beiden denn? Ah. Sagt mir nicht, ihr werdet. Du denkst an was Perverses, oder? Kann es sein, dass du eine Vorliebe für... Wie heißt das nochmal? Yaoi? Yuri ist Frau plus Frau, Yaoi ist Mann plus Mann, glaube ich. Kann es sein, dass du eine Vorliebe für Yaoi hast? Everything else is new, brother. Nachdem er seinen neuen Bruder verloren hat. Tucker ist whip of the... Tucker ist irgendwie neben der Spur oder so. Also hat Makoto sich ihn einfach weggeschnappt. Oh, ich bin... I'm on fire. Ich bin... Und... Auf Feuer. Ja, das kann man irgendwie nicht übersetzen. I'm on fire. Jeder weiß ja, was das heißt. Suddenly regret. Suddenly regretted. Das weiß ich auch normalerweise. Ich will jetzt eigentlich nicht nachgucken, weil ich weiß es. I suddenly regretted talking to Genocide Jack. Even if by accident. Also Makoto mag es offensichtlich nicht, mit Genocide Jack zu reden. Nicht mal, wenn es ein Versehen ist. Also glaube ich zumindest. Ich gucke jetzt sicherheitshalber doch mal nach, nicht wenn ich irgendeine Scheiße erzähle. Also stark und... Achso, ihm ist es stark abgeneigt. Ah, okay. Sicherheitshalber trotzdem. Ja, super. So sehe ich natürlich nichts. Achso, ja. Stark bedauern. Ja, gut. Also, er will es nicht. Wo ist meine Maus jetzt? Ah, da ist sie. Blöd, bei manchen Desktop-Hintergründen sehe ich meine Maus nicht wirklich vor lauter... Alles Mögliche. Aber that doesn't matter right now. Ja, das tut jetzt nichts zur Sache. Hast du Byakuya gesehen? Oder habt ihr Byakuya... Have you seen? Ja, you is... Einzahl. Hast du Byakuya gesehen? Hä? Nein, habe ich nicht. Ah, Gott im Himmel. Gott im Himmel. Nee, Gott sei Dank. Meine Liebe wird bis zum äußersten Limit gepusht. Ich fühle mich ein bisschen schlecht für ihn. Er hat's verdient, so irgendwie. Es ist jetzt schon, Kyoko wird mir den Kopf abreißen. Okay, also. Der Laptop ist im Innern dieses Schließfachs. Verstanden? Laptop. Und auf diesem Laptop ist ein Programm, das sich Alter Ego nennt. Und wie spreche ich mit ihm? Nun. You just tell me what you want to say. Also, du sagst mir, was du ihm sagen willst und ich tippe es für dich ein. Hast du Mondo? Also, kannst du ihn nicht ausstellen und so. 2 Sekunden stop him. Do you hate me? Und weil ich ihn nicht stoppen konnte, hast du mich? Ich weiß nicht, warum ich das jetzt nicht gelesen habe. Ich war irgendwie gerade gedanklich weg. Also ich konnte schon übersetzen, aber ich habe irgendwie nicht daran gedacht. Was klingt hier so? Mir war klar, dass er auf sich selbst fokussiert war, um diese Worte aus sich rauszubekommen. Aus seinem Mund, aus der Tiefe seines Herzens. Er zwang seine schwächelnde Stimme dazu, diese Geräusche von sich zu geben. Also diese Fragen zu stellen. Bitte. Okay.
Ich habe, also ich tippte die Fragen genau so ein, wie Tucker es mir gesagt hatte. Und irgendwie ist meine Zunge schon leise. Komisch. Ich fress das. Ja gut, das sollte ich vielleicht unterlassen, dass ich das Mikro fresse. Übrigens, falls ich es noch nicht angesprochen habe, weil es bei mir so unglaublich heiß ist, habe ich den großen Standventilator laufen. Ich habe ihn ohnehin, ich habe ihn eben wegen der Aufnahme nur auf die schwächste Stufe gestellt. Also, falls man ihn hören sollte, dann... ja, dann bitte ich das zu entschuldigen, aber ansonsten sterbe ich hier. Und das Schlimme ist, ja gut, es ist, oder? Ist Sommer? Ne, wir haben Juni. So wirklich Sommer ist noch nicht Sommer, es ist Ende Juli. Aber wenn ich den nicht laufen habe, dann sterbe ich. Und im Sommer wird es noch viel schlimmer werden, das sehe ich jetzt schon. Und dann... Do you hold yourself responsible? Achso, hältst du dich selbst für schuldig? Responsible heißt ja schuldig. Oder heißt innocent schuldig? Ich glaube responsible. Responsible heißt, glaube ich, verantwortlich. Genau. Nicht M, N. Sible. Ja, verantwortlich, hatte ich recht. Bin doch nicht so doof. Haha. Gut, hältst du dich selbst für verantwortlich? Wenn mein Meister jetzt sprechen könnte... ich denke, das wäre das, was er jetzt gesagt hätte. Bitte lebe dein Leben für uns beide. Es ist unmöglich für mich jetzt... Aber du kannst immer noch... Überleben und entkommen. Ihr alle. Hey, Tucker. Was about the same? Ich war drauf und dran, mehr zu sagen. Aber schnell schloss ich wieder meinen Mund. Derjenige, der diese Fragen gestellt hat, ist Tucker, stimmt's? Analysiere alle vorhandenen Daten. Das ist der einzige Conclusion, Schlussfolgerung, zu der ich komme. Heißt Conclusion Schlussfolgerung? Nee, oder? Conclusion. Ja, Fazit, okay. Sowas ähnliches, so lag ich nicht ganz so weit weg. Mein Meister hat mir gesagt, wie nahe Tucker und Mondo, ja, wie nahe sie sich gekommen sind, also freundschaftlich logischerweise. Und das ist wahrscheinlich deswegen, warum er sich so verantwortlich fühlt. Plötzlich wurde der Bildschirm schwarz. Und was als nächstes auftauchte, war... Also erschien, appear. Was als nächstes erschien war, bitte nicht, weh, es ist dieses... Ich wette, es ist Monokuma. Ich hasse dich. Doch nicht. Was ganz anderes, was ich erwarte. Warum? Hä? Das ergibt keinen Sinn. Moment, es sei denn, alter Ego hat das jetzt absichtlich projiziert. Um Tucker irgendwie aus der Depression rauszuziehen. Ich meine, weiß alter Ego ja darüber Bescheid, über ihre Beziehung. Du wirst dich selbst nicht von dem Gewicht deiner Verantwortung, nicht Verantwortung, hier Responsibility, Respond ist schuldig, ich hab's doch gerade übersetzt, bin ich doof? Verantwortung? Nee, oder? Ist das Verantwortung? Ich muss jetzt nochmal. Ich bin einfach blöd, ich weiß. Antworten, ja, es muss Verantwortung heißen. Ability, jetzt bin ich zu... Was schreibe ich denn da? Ich bin zu blöd zum Schreiben. Ja, heißt Verantwortung.
Ich habe es nicht mal richtig angegeben. Du wirst dich selbst nicht von dem Gewicht deiner Verantwortung zerquetschen lassen. Also Crush heißt eigentlich zerschmettern. Ja, ich weiß. Nicht wahr? Ja. Man's only worth as much as the load he can carry. Also ein Mann ist nur so viel wert wie das Gewicht, das er tragen kann. Hast du das verstanden? Nicht wahr, Bro? Ja, Bro, Bruder. Hölle, was sag ich denn da? Natürlich hast du es verstanden. Es tut mir leid, wenn ich dich erschreckt habe. Das war eine Simulation von mir. Ich habe die Daten von Mondo benutzt, die Meister in mich eingegeben hat. Die mein Meister in mich eingegeben hat. Fehlgedrückt. Ich hab bemerkt, dass Taka depressiv war. Und das wäre die Art, wie Mondo, was Mondo dazu gesagt hätte. Ah, du wirst also immer noch hier bleiben, hä? Einfach auch darauf zu warten, bis die Dinge besser werden, oder? Dann nimm dir die Zeit und werd depressiv. Nee, dann nehmt euch die. Just take your time and get all the. Achso, nehmt euch die Zeit und werdet alle depressiv. Take the time to. Regrets heißt. Ich dachte bereuen, aber nee, das heißt es nicht. Warum fahre ich die Tastatur jedes Mal ein? Ja, die ist auf so ein. Wie man hört. Auf so ein Brett unterhalb vom Bürotisch. Da kann ich rein und rausziehen. Okay, gucken wir mal. Das erste Wort weiß ich nämlich nicht. Okay, das heißt nachsichtig. Das zweite Wort. Ja, TS. Ach so, Reue. Ja, nehmt euch die Zeit und werdet nachsichtig mit eurer Reue. Du wirst schon wieder. Ja, er spricht ja nur Taka an. Du wirst schon wieder. Du wirst anfangen, dich wieder zu bewegen, ohne es zu realisieren. Also dich in Bewegung zu setzen. Mediokre. Was ist denn das? Das Wort habe ich noch nie gehört. Mediokre. Medizin? Ist das nicht Medicine? Also Medince, wenn ich es jetzt richtig buchstabiert habe. Wahrscheinlich meint das so eine Art Physiotherapie oder so. Das ist ja auch eine Art von Medizin. Diese Art von Medizin wirkt bei einigen Menschen. What if I say it lift? Was sage ich da bloß mit. Nee, was wenn ich sage. Also wenn. Was wenn ich es mit dieser Art von. Was für ein Ding? Warum bin ich so kacke? C-Ending. Also herablassend. Ja, kein Wunder, dass ich das nicht weiß. Ich verwende das Wort nie. Ja, was ich da jedenfalls. What if I say it? Also, was, wenn ich das mit dieser Art von herablassenden Ton sage? So heißt es. Taka? Super Saiyajin-Modus! Es fängt an hineinzusinken.
The way of bucket full of Eimer von der We eine Art, nee, der Weg von Eimer voll. Nee, Moment, ich muss zuerst Englisch lesen. The way a bucket full of water sinks into a bone dry sponge. Also ein Eimer war. Wie kann ich das übersetzen? Ich weiß, was das heißt. Also sprich, wenn ein Schwamm einen Eimer voller Wasser aufsaugt. So. So kann. Das heißt es, aber die Wort-für-Wort-Übersetzung ist ein bisschen komisch, weil die englische Sprache darf man ja nicht Wort für Wort übersetzen. Weil sonst klingt das irgendwie total verdreht. Und das verwirrt mich ein bisschen. Das ist auch das Schlimme an der englischen Sprache, weil wenn man einen englischen Satz auf Deutsch liest, ist das ganz oft so, dass irgendwie das deutsche Wort, also das Wort im deutschen Satz irgendwo ganz woanders steht als im englischen. Also sprich, dass die Sätze meist von hinten nach vorne irgendwie sind oder von Mitte gesehen nach hinten irgendwie dann wieder nach vorwärts. Das ist so ein bisschen verwirrend an der englischen Sprache. Hä? Diese Wörter. Tief. Ja, mach. Tief im Innern meines Herzens. Sie sind in mir. Super Saiyajin! Nur kriegt er weiße Haare, keine gelben. Taka? Who the fudge? Ja, wahrscheinlich will er Who the fuck sagen, aber. Wer zum Henker ist Taka? Deine Augen. Ey, mach dir keine Sorgen darüber. Gestern cast keine. Achso, denke ich, habe eine Riesenszene jetzt produziert, hä? Ach, scheiße, Mann. Ja, Shoot heißt schießen, aber ich glaube, er will Shit sagen. Ich glaube, er will fluchen, aber es ist ein bisschen abgeschwächt. Und deine Stimme. Ah, ich bin das neue Ich. Ich bin total vollgestopft mit Kampfgeist. Also ich bin jetzt total voller Kampfgeist. Ja, dumm, dumm. Okay, Taka, jetzt beruhig dich mal wieder. Ich bin ruhig. Ich bin ruhig. Ich auch. Ich bin ruhig. Asterix. Und nenn mich nicht Taka. Das ist jetzt nicht mehr mein Name. Ich bin ich. Ich bin ich. Taka ließ ein knochenschüttelndes Geheul. Nee, Chilling, ein Geheul, das in Mark und Bein geht, so ja. Und rannte aus dem Zimmer. Hey, Taka, warte! Und ich rannte hinter ihm her. Aber irgendjemand stand mir im Weg. Sie ist sauer. Sie guckt mich böse an, sie wird mich killen. Ach so, als Taka nach draußen stürmte. Sie ging briskly. Was ist briskly? Ich habe schon wieder die Tastatur reingeschoben. Das ist so ein blöder Reflex. Briskly. Lebhaft. Sie ging lebhaft in die Umkleide? Die ist ja ansonsten immer so wie sie jetzt gerade ist. So, ernst. Just a second. Was denkst du wohl, machst du hier? Kyoko. Oh, nun, siehst du, das ist, Enough already. Geh nicht herum und tu, was immer du. Geh nicht herum und tu, zu was immer du auch Lust hast. Das verursacht nur Probleme. Und nicht nur für mich, für uns alle. Also für jeden. Tut mir leid. Correct. Wenn es dir wirklich leid tut, dann gehst du jetzt raus. Sofort. Okay. Sie ist sauer. Endlich ging ich zurück in mein Zimmer. Blamiert und
Sullen. Deprimiert? Nee. Depressive heißt das. Mürrisch? Ja, wann verwendet man mal so ein Wort? Kein Wunder, dass ich das nicht weiß. Ich weiß nicht mal, wie jemand drauf ist, wenn er mürrisch ist. Aber trotzdem. Warum ist Tucker plötzlich so ausgerastet? Ich mache mir ernsthafte Sorgen um ihn. Erst war er deprimiert, jetzt ist er aufgepusht bis zum geht nicht mehr. Ups. Ja, Nighttime, bla bla, Backbutt's Bite. Es ist bereits Schlafenszeit. Ich glaube, ich muss wohl bis morgen warten, um das herauszufinden. Über diese ganze Tucker-Sache. Aber für jetzt ist Schlafenszeit. Jedes Mal, wenn ich dich sehe, muss ich erstmal den Kopf senken und mir denken, was du für ein Ekelbiest du doch bist. Möchtest du wissen, warum ich Videospiele hasse? Weil du zu schlecht darin bist. Hast eben kein Skill. Bist wie Let's Player, die kein Skill haben, so wie Mirko oder so. Oder Funk. Ihr werdet es sicher nicht glauben. Aber ich hatte einst einen besten Freund. Um genau zu sein, war eigentlich mein einziger Freund. Aber im Gegensatz zu mir hatte er alle möglichen Sorten, so sag ich Sorten, alle möglichen Sorten von Freunde. Also er und ich waren eines Tages hier in diesem Haus mit einer großen Gruppe voller Kerlen, die auftauchten und wir zusammen rumhangen. Sie brachten das zuerst rausgekommene sündhaft teures, also ein topmodernes quasi Videospiel. Sie saßen hier, verlierten im Spiel, gaben den Controller weiter, immer hin und her für Stunden. Aber nicht ich. Ich saß nur da und sah zu. Ja, das stimmt. Ich habe nur zugesehen. Was ist daran falsch? Es kümmerte mich nicht. Nur durchs Zuschauen war dazu in der Lage, die besten Strategien herauszufinden oder umzusetzen. Selbst als ich es niemals gespielt habe. Mit anderen Worten, du guckst einfach nur zu, bist ein Besserwisser, aber machst selbst nichts. Also ein Klugscheißer, ja. Ein Großmaul. Bla bla. Das muss ich mir ständig antun. Nur gut, ich muss mich beeilen und in den Speisesaal. Ich muss jedem erzählen, was gestern mit Tucker passiert ist. Und dann werde ich hier den Part beenden. Das war Danganronpa Trigger Happy Havoc. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.